Sehr geehrter Herr Minister, Kultur und Wissenschaft bildet Brücken. Was möchten Sie dazu sagen? Das am häufigsten genannte Wort heute war Brücken bauen. Die Wissenschaft kann das auf einer sehr hohen fachlichen Ebene, die Kultur kann es auf einer sehr hohen emotionalen Ebene. Beide Bereiche müssen erstmal das Handwerk im Wortsinne sehr, sehr gut beherrschen. Und dann findet sich eine Sprache, die über die jeweilige Nationale hinausgeht, nämlich die der Wissenschaft, die der Kunst, die Köpfe und Herzen erreicht. Und deshalb ist es heute für mich ein sehr emotionaler Termin gewesen, weil man spürt, dass wir hier an Traditionen anknüpfen können, die weit über die tagespolitischen Ereignisse der letzten Monate und Jahre hinausgeht, sondern Bayern, Deutschland und die Türkei verbindet über Jahrhunderte eine große gemeinsame Geschichte. Und da müssen wir darauf achten, dass wir die Brücken in die Zukunft auch bauen können und werden. Herr Minister, recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit auch genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Bugün Bavyera Bilim ve Sanat Bakanı buradaydı ve Türk sanatçılarla buluştu. Şimdi sizi gecenin özetiyle buluşturuyoruz. Bavyera Bilim ve Sanat Bakanı buradaydı bu akşam. İki toplum arasındaki köprülerin de oluşturulması açısından güzel bir akşamdı. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de bu güzel akşam vesilesiyle Göre bölgemizdeki Türk asıllı sanatçılarla, bilim insanlarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Gururluyum işte Türk insanının da hem sanat hem de kültür alanında hem de bilim alanında başarılı örnekler olabileceklerini gösterilmesi açısından güzel bir akşam. Çok değerli bilim insanıyla, sanatçıyla birlikteyiz. Naçizane ben de sanatçı kimliğimle bugün buradayım. Biz Almanya'da yaşayan Türk toplumu olarak her alanda olduğu gibi kültür, sanat ve bilim alanında da içinde yaşadığımız topluma önemli katkılarda bulunuyoruz. Ayrıca bu katkılar sayesinde iki ülke arasındaki ilişkiler de daha da gelişiyor, daha da pelçinleşiyor. Bu anlamda özellikle üniversitelerde okuyan genç arkadaşlarımıza da burada bulunan, bu akşam bizlerle birlikte olan Türk kökenli bilim insanlarının, sanatçılarının, kültür insanlarının da iyi bir örnek olacağını düşünüyorum. Bu anlamda ben bütün sanatçılarımıza, bilim insanlarımıza da bu değerli katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizce bakandan geri dönüşler nasıldı peki? Olumluydu diyorum. Yani dediğim gibi bu alanlarda da Türk toplumu gerçekten içinde yaşadığımız topluma çok değerli katkılarda bulunuyor. Bulunmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bavyera Bilim ve Sanat Bakanımız buradaydı bu akşam. Siz neler söyleyeceksiniz? Aslında çok güzel bir birliktelik oldu. Sayın Bakan kendi bakış açısıyla bilim ve sanatın iki ülke arasında ilişkilerinden bahsetti. Sayın Başkonsolosumuz da konuşmasında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin, Bavyera arasındaki ilişkilerin 50 yıla değil daha eskilere dayandığını söyledi. Karşılıklı görüş alışverişi anlamında, köprülerin kurulması anlamında güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Devam etmesini diliyorum. Çok teşekkürler. Muhammed Tayyip Bey, bugün Bilim ve Sanat Bakanımız buradaydı. Siz neler söyleyeceksiniz bu akşamla ilgili? Bu akşamla alakalı bakanımız buradaydı. Akademisyenlerden, sanat erbabından birçok arkadaş buradaydı. Çok güzel bir ortamdı. Güzel şeyler de konuşuldu. Özellikle iki ülke arasındaki üniversiteler bağlamındaki projeler, birlikte olan çalışmaların olması beni sevindirdi açıkçası. Mutlu oldum. Yani 200'e yakın bir projeyle beraber çalıştığımızı söyledi. Bu özellikle eğitim bağlamında akademik seviyede ve düzeyde böyle bir çalışmamızın Almanya ile bu şekilde hele Bavyera ile alakalı bu kadar yoğun bir üniversiteler arası bir iletişimin, bir kontağın, bir birlikteliğin olması sevindirici bir şey. Ayrıca ortam çok nezih bir ortam. Çok güzel bir ortam. Herkes burada. Güzel bir gece oldu. Teşekkür ediyorum özellikle tertip edenlere. Biz teşekkür ederiz. Levent Bey merhabalar. Merhaba. Bugün Bavyera Bilim ve Sanat Bakanımız buradaydı. Siz evet. Neler söyleyeceksiniz bu akşamla ilgili? Güzel bir akşamdı, başarılı bir akşamdı. Bakanımız Türklere çok değer veren bir bakan. İlgileniyor, basına da çok değer veriyor. Etkinliklerine, yıl sonu etkinliklerine, bakanlığın etkilerine davet ediyor, bizi bilgilendiriyor. Bakana teşekkür ediyoruz. Sizce sıkıntılarımızı iletebildik mi veya dileklerimizi gelecekle ilgili? Sıkıntılar bir değil ki çok.
Biz ilk önce kendi mahallemizde sıkıntılarımızı çözmemiz lazım ki tek bir ağızdan sıkıntılarımızı iletebilim. Bilimde, sanatta çok başarılıyız aslında. Çok büyük sanatçılarımız var, bilim insanlarımız var. Sadece doğru kanallarla anlatabilmemiz gerek. Yani biraz daha birlik olmamız gerek galiba. Tabii, yani bilinçli insanlar olursak bilime ve sanata daha çok katkı sağlayabiliriz. Teşekkürler, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Adnan Bey merhabalar. Bilim ve Sanat Bakanımız buradaydı bugün. Siz neler söyleyeceksiniz? Çok memnun oldum. Daveti için de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlikti. İki taraf için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Bakana kendimiz de yani sıkıntılarımızı ilettik. Hem iyi olan şeyleri söyledik ama daha da iyi olması gereken şeyleri söyledik. Sanırım o da bazı dersler çıkartır söylediklerimizden. Memnun kaldım. Devamının gelmesini isterim. Daha da sık görüşmemizi rica ediyorum. Teşekkürler. Ich als Freien türkische Medien in München und im Namen Herr Zetinoğlu, Vorsitzender von RAD türkische Vereine, ich heiße Sie willkommen zu unserer Pressekonferenz, kann ich nicht sagen, zu unserem Treffen mit dem Motto Staatsminister trifft türkischstämmige Künstlerinnen und Wissenschaftler. Danke vielmals, Herr Minister, dass Sie mit uns sind und Sie haben das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Generalkonsul, sehr geehrter Tienin, Zetinoğlu, lieber Waldemar Kindler, will ich ausdrücklich sagen, ein langer Wegbegleiter, wo wir schon viele Dinge mit zu besprechen hatten und auch vieles gut gelöst haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe sehr gute türkische Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann, weil wir tatsächlich beim Ausbau der Beziehungen der Türkei gerade auf dem Feld von Kunst zu Kultur und Wissenschaft sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Lassen Sie mich einfach mal zwei Phasen unterscheiden. Wenn man mal fast 100 Jahre zurückblickt, dann darf ich einmal festhalten, dass in den 30er Jahren die Türkei viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland aufgenommen hat, die vor dem türkischen Regime, vor dem deutschen Regime, entschuldigen Sie bitte, in die Türkei geflüchtet sind. Das ist etwas, was mir noch gar nicht so bewusst war und was in der Vorbereitung auf den heutigen Abend etwas ist, wo ich meine Kenntnis selbst als studierter Historiker noch ein Stück habe erweitern dürfen. Und diese deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, denke ich, haben auch einen Beitrag geleistet, dann das türkische Bildungs- und Universitätssystem weiter aufzubauen. Und einer ist zu nennen, Professor Erich Frank, der dann Direktor der Uniklinik für Innere Medizin an der Universität in Istanbul war. Und lieber Herr Odonçu, Sie sind der Präsident der Erich-Frank-Gesellschaft an der LMU. Ich habe das mit großer Freude gelesen, dass es hier eine starke, gute Partnerschaft gibt. Ich bin auch ganz interessiert gewesen, als ich gesehen hatte, wie viele hervorragende türkischstämmige Medizinerinnen und Mediziner wir an den beiden Münchner Universitäten haben. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und sehr, sehr gut. Und mit dem Namen Erich Frank, glaube ich, haben wir auch eine sehr, sehr gute Brücke und eine sehr, sehr gute Verbindung. Herzlichen Dank für diese großartige Kooperation. In den 60er Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wissen Sie alle, hat sich das Bild dann etwas gedreht. Anwerbeabkommen. Das deutsche Wirtschaftswunder hat Arbeitskräfte gebraucht. Die Türkei hat kräftig mitgeholfen, dass wir hier jetzt das Wirtschaftswunder haben fortschreiben können. Fast so eine Situation, wie wir sie heute ein Stück erspüren konnten in den letzten 10 Jahren, wo wir beim Thema Fachkräftemangel wieder vor einer Situation waren, dass das deutsche Wirtschaftswachstum durch nicht vorhandene Fachkräfte gestoppt worden war. Gastarbeiter, hat man damals gesagt, weil man in der Erwartung war, also viele, die gekommen sind, vielleicht auch in der Meinung waren, wir gehen wieder zurück, wenn sich Zeiten ändern sollten. Was für eine Fehleinschätzung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Viele Dinge, die sich daraus entwickelt haben, natürlich ganz ein wichtiger Punkt. Viele sind einfach geblieben und es war für uns auch im Schul- und im Ausbildungsbereich wichtig, dann den Familien ein auskömmliches Leben und den Kindern natürlich Bildung mitgeben zu können.
Und die Kinder und Enkel sind in zwei Kulturen aufgewachsen. Und dieses Aufwachsen zwei Kulturen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will es dick unterstreichen, hat unser beider Länder sehr, sehr bereichert. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind heute viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit da. Der Austausch wird gut gepflegt im wissenschaftlichen Umfeld, genauso wie bei Künstlerinnen und Künstlern. Und die Kooperation im Feld von Wissenschaft und Kunst und Kultur, ja, sie ist gestaltet worden und hat sich weiter vertieft. Ich habe mich bei den Empfängen der letzten Jahre, bei den Neujahrsempfängen, bei den Sommerempfängen sehr, sehr gefreut, dass so eine starke Gemeinschaft türkischstämmiger Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder mit dabei waren und dass es ein sehr niederschwelliges und sehr gutes Miteinander gegeben hat. Die Kooperationen sind vertieft worden und das unterstreicht eben der heutige Austausch, das heutige Zusammentreffen in besonderer Art und Weise. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstklassige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Türkei bereichern uns, Freistaat Bayern mit den neuen Universitäten, mit den 17 HAW und den 6 Kunsthochschulen ist toll aufgestellt und genießt einen ausgezeichneten Ruf auch bei türkischen Studenten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl türkischer Studentinnen und Studenten hier in Bayern praktisch schon 2,5-facht. Von 1.700 auf jetzt fast 5.000, 4.700 und ein paar zerquetschte, sagt man im bayerischen Sprachgebrauch. Menschen zerquetscht man nicht, aber die ungefähre Zahl wird so ausgedrückt. Das ist ganz bemerkenswert, dass hier in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel passiert ist. Und wir haben über 200 Hochschulpartnerschaften. Etwas, was man jeden Tag gar nicht so sehr im Bewusstsein hat, wo man aber sieht, dass ein reger Austausch ist und dass gerade über das Erasmus-Netzwerk mit der Europäischen Union sehr, sehr viel gefördert wird im Bereich des Studentenaustausches. Und ähnlich ist es bei Kunst und Kultur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir ja die Programmliste der Künstlerinnen und Künstler mit angesehen heute. Und Fazil Say steht auf der Liste heute mit drauf von Werken, die gespielt werden. Er war vor wenigen Jahren Artist in Residence bei den Europäischen Wochen in Passau. Und ich durfte ihn persönlich kennenlernen. Er ist eine großartige Persönlichkeit mit der künstlerischen Leistung, die er damit gebracht hat. Und natürlich geht es um ein geistiges Grundbedürfnis und natürlich geht es um Kultur und Identifikation, die gestiftet wird. Und natürlich geht es um Kreativität und letztlich der Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Umwelt. Und natürlich haben wir immer auch ein gewisses und sehr gutes Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation. Wir haben in Bayern hier tolle Volksmusik und viele Trachtlerinnen und Trachtler. Und erst bei der Kulturpreisverleihung habe ich ein spannendes Kammerorchester kennengelernt, die mit Heavy Metal und Techno jetzt ganz neue Crossover-Formen, sagt man so schön, gebildet hat. Beides gehört zusammen und beides ist eben auch ein reichhaltiges kulturelles Erbe, das wir für Bayern und die Türkei auch besonders fassen dürfen. Immer wieder auch neu zu befragen unter den Herausforderungen der Zeit. Kammerchor, Kammerorchester mit Heavy Metal und Techno Sound. Das war auch für den Ministerpräsidenten, der dabei war, eine spannende Herausforderung. Headbanging, der Dirigent, der am Ende den Notenständer gepackt hat. Ich konnte das bisher nur mit E-Gitarre und Jimi Hendrix assoziieren. Das war auch etwas Neues, was ich lernen durfte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eines ist aber wichtig: der Respekt vor dem Erbe, vor einer reichhaltigen Kulturgeschichte, einer gelebten Tradition. Und diese kulturellen Schätze weiterzutragen, sind auch für mich ganz, ganz spannend. Wir haben auch Archäologen heute zu Gast, habe ich gelesen. Da ist es vollkommen klar, dass wir eine starke Basis haben. Wir haben starke gemeinsame Ausstellungsprojekte. Und deshalb bin ich froh und dankbar, dass wir gerade mit unseren türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein großes gemeinsames kulturelles Erbe pflegen. Als professionelle Künstlerinnen und Künstler, natürlich in unserem Theaterleben, an den Kunsthochschulen, bei Musikerinnen und Musikern, ich habe Fazil Say schon erwähnt, und natürlich auch bei Laienkünstlerinnen und vielen Künstlern in vielen Kunst- und Kultursprachen. Ach Gott, natürlich ist ein, ich muss das schauen, weil der Ministerpräsident vorher geschnurrt hat. Übrigens, diese WhatsApp kommt gerade von Django Asyl. Den bayerischen Türken oder den türkischen Bayern, den ich jemals erlebt hatte, dann auch ganz bemerkenswert, er hat letzte Woche den Kulturpreis des Freistaates Bayern erhalten. Und auch da sieht man,
wie locker das funktionieren kann und wie herzhaft die bayerische Lebensart vom Blick von außen auch ein Stück hinterfragt werden kann. Der Blick von außen hilft immer ganz besonders. Ugo Bagesleitschi hat mich diesen gelehrt. Wir sind quasi gemeinsam zur Schule gegangen. Handelspartner, 1400 bayerische Unternehmen, die Kontakt mit der Türkei haben. Auch das ist von entscheidender Bedeutung. Ich bin auch froh und dankbar, dass wir einen regen Austausch haben. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Generalkonsul entscheidet, entschuldigen Sie, dass ich auf dieses Thema anspreche und ansprechen will. Denn mein Ministerium hat in den letzten Jahren immer wieder Zurufe erreicht, die sich besorgt über die wissenschaftliche Freiheit in den türkischen Hochschulen geäußert haben. Auch das ist Teil der Wahrheit, den ich heute auch ansprechen möchte. Und auch von der Alexander von Humboldt Stiftung kommen Rückmeldungen. In den Programmen für geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommt mittlerweile die größte Gruppe aus der Türkei. Das gehört zur Wahrheit auch mit dazu. Und in einem fairen Dialog will ich dieses Thema auch angesprochen haben, denn auch diese Aspekte haben Einfluss auf die Verbindungslinien zwischen unseren Ländern. Ich möchte aber auch ausdrücklich dazu sagen, die vielen schwierigen Fragen, die uns in den letzten Jahren seit 2015 mit dem Thema Flucht und Migration erreicht haben, können hier in Deutschland nur deshalb auch gelebt werden, weil der türkische Staat auf einer starken Basis mit Deutschland, dem Freistaat Bayern, es eben auch ermöglicht hat, viele Menschen, die auf der Flucht sind, auch in der Türkei aufzunehmen. Auch der Aspekt, der Generalkonsul sehr ausdrücklich erwähnt, und ich will auch ausdrücklich sagen, mit Dankbarkeit erwähnen. Beide Faktoren gehören zur Wahrheit und beides möchte ich ausdrücklich erwähnen und im letzten Fall auch ausdrücklich würdigen, Herr Generalkonsul. Wissenschaft und Kunst bauen Brücken zwischen unseren Ländern. Es gibt einen entsprechenden Dialog auf Basis von Meinungsfreiheit, Freiheit der Wissenschaften, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und Gleichberechtigkeit und wir alle wissen, dass sich Weltoffenheit und Tradition in gar keinem Fall ausschließen, sondern sich gegenseitig ergänzen und im Idealfall zu einem fruchtbaren Diskurs beitragen. Und deshalb ist der Austausch, die Verständigung ganz entscheidend und die heutige Veranstaltung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist die beste Gelegenheit, dass wir uns hier austauschen können. Vieles, was sehr, sehr gut aufgestellt ist, vieles, Herr Generalkonsul, was man unter Freunden, denke ich, auch offen ansprechen darf und vieles, wo wir gemeinsam arbeiten müssen, dürfen und sollen, damit wir wieder ein Stück weiterkommen. Schön, dass Sie alle da sind, schön, dass Sie den Freistaat Bayern durch Ihr Dasein so bereichern und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen heute Abend. Herzlichen Dank. Guten Abend, ich grüße Sie sehr herzlich und sage ein sehr schönes Grüß Gott. Ich bin hier, ich habe gedacht, ich bin hier als Künstler da, aber überhaupt nicht ein Künstler, aber der Herr Minister hat mich hier als Generalkonsul begrüßt. Daher, Herr Minister, die Beziehungen zwischen Bayern und der Türkei haben mich vor 50 Jahren oder 60 Jahren bekommen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind sehr intensiv und traditionell. Ich habe in meiner Rede bei unserem Nationalempfang im Schloss Nymphenburg schon angesprochen, dass im Jahr 1870 ein Konsulatvertrag zwischen dem Spanischen Reich und dem Königreich von Bayern unterschrieben worden ist. Und schon in demselben Jahr hat der damalige spanische Sultan einen Großhändler aus Nürnberg mit dem Namen Oskar Witz zum türkischen Konsul genannt und der damalige bayerische König hat das auch anerkannt. Also ich sage das deutlich und klar, warum? Weil unsere Beziehungen also mehr als 100 Jahre sind und sehr intensiv sind. Sie haben Ihre Rede angesprochen, ja, die Türkei hat für viele Deutsche Wissenschaftler in den 30er Jahren Zuflucht geleistet. Die Wissenschaftler, die aus Deutschland in die Türkei kamen, haben natürlich bei der Entwicklung der Türkei in allen Bereichen geholfen. Und eine davon war Professor Dr. Ernst Fisch. Ich habe seinen Sohn am letzten Freitag im Augsburg kennengelernt, bei einer Herbsttagung der deutsch-türkischen Juristenvereinigung. Da kamen viele
Akademiker aus der Türkei und natürlich auch viele Akademiker aus Deutschland zusammen und haben über aktuelle juristische Themen ausgetauscht, diskutiert. Der Sohn von Herrn Professor Dr. Hisch trägt Minister 2 Vornamen. Wussten Sie, dass die türkisch sind? Jetzt ist fast zu mir. Ja, also aus Dankbarkeit hat der Professor Dr. Hisch 2 türkischen Kronen gegeben an seinen Sohn. Und das zeigt also, wie menschlich ist, ne, diese Begegnungen damals gewesen. Und es ist auch menschlich. Daher ist es wichtig, dass wir nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Die Türkei ist ein demokratisches Land, da kann man auch natürlich frei Meinungen äußern, da gibt es kein Problem. Wie gesagt, es ist wichtig, dass wir miteinander reden, nicht übereinander reden. Sie haben auch angesprochen, also die Türkei hat mehr als 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei, ne? Also 4 Millionen Flüchtlinge. Und das ist auch ein Beweis, wie die Türkei ihre Verantwortung ernst nimmt. Und das ist ein Beispiel. Ja. Aber es ist auch für unser Anliegen, dass unsere türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in Deutschland leben, aktiv an dem gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Leben der Stadt, wo sie leben, aktiv beteiligen. Das ist sehr wichtig und das sehen wir. Mindestens sehe ich das als Generalkonsul tagtäglich auch unsere Bildungsattaché ist. Immer dabei und es ist sehr freudig, dass unsere türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger aktiv an dem Leben, wo sie leben, aktiv beteiligen. Ich habe ein Beispiel erwähnt am Freitag und einen Tag davor, also am Donnerstag, war ich in Donnerstag. Da gab es die Eröffnung des dritten internationalen Fests mit dem Titel Donauwörth, viele Kulturen, ein Fest. Da sind auch türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt dabei. Und morgen werde ich nach Mannheim fahren, Herr Minister. Dort werde ich den Direktor des Staatsmuseums besuchen. Denn im kommenden Jahr, also im Jahr 2020, im Mai, findet dort Kulturtagen statt. Also wird stattfinden, organisiert mit der dortigen türkischen Verein und mit der Stadt. Wenn wir miteinander reden, wenn wir uns austauschen, wenn wir uns besser nachkennen, dann gibt es kaum Vorurteile und dann gibt es tolle, positive Beispiele. Und das müssen wir intensivieren, unterstützen, aber das ist eine, nicht nur eine einseitige Laufbahn, sondern beide Seiten müssen dabei aktiv mitwirken. Wenn wir das schaffen, dann sehen wir schönes Bild, was wir heute Abend auch sehen. Die türkische Gemeinde in Deutschland leistet einen sehr wichtigen Beitrag zum wissenschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben der Bundesrepublik Deutschland und wir sind auch sehr stolz. Vielen herzlichen Dank. Ich begrüße auch so Frau